Das ist Costillas, was übersetzt Rippen heißt. Wir sind gerade vom Tierarzt zurück. Wie ihr seht, der Name Rippen passt sehr gut. Was der Tierarzt erzählt hat, war auch logisch. Es war vermutlich kein Straßenhund, sondern der war irgendwo angekettet in Gefangenschaft. Und entweder hat er sich losgerissen oder er wurde ausgesetzt, weil auch wenn er halb verhungert ist, hat er ja Futter gekostet. Ja, auch in Uruguay ist es der Fall, dass wir hatten hier nur einen kurzen Lockdown, war es gar nicht, aber kurzzeitig Beschränkungen, aber viele haben ihren Arbeitsplatz verloren, haben kein Geld mehr. Wie in Deutschland werden auch hier vermehrt Tiere ausgesetzt. Warum auch immer. Der Tierarzt meinte, der war auf jeden Fall angebunden, weil Straßenhunde, die lernen schnell sich selbst zu ernähren, eben an Mülltonnen und so weiter, die sind nicht so abgemagert, sondern er war irgendwo in Gefangenschaft, vermutlich an der Kette. Ja, ist ein ganz lieber, jetzt schläft er gerade ganz tief, er entspannt sich, er darf jetzt auch hier in meinem Büro hinter meinem Stuhl schlafen. Gleich geht es unter die Dusche, weil er stinkt fürchterlich. Wahnsinn. Ah. Ja, kann er ja nichts für. Er kennt viele Sachen, die ein Hund kennt, der beim Menschen gelebt hat. Wenn man, also als ich ihm eine Decke hingelegt habe, er weiß sofort, dass er sich da drauflegen soll, zum Beispiel. Er ist auch ins Auto eingestiegen, sehr zögerlich, also er ist sehr unsicher, wo er es darf oder nicht, aber er ist eingestiegen, war während der Fahrt ganz brav und ruhig, ganz lieb, er atmet nochmal durch, ist das Schöne, er entspannt sich. Ja, super. Er hat wahnsinnig Angst, über irgendwelche Türschwellen zu gehen. Da braucht man viel Geduld, er bleibt dann stehen und hat Angst, dass er Ärger kriegt, dass er weggescheucht wird. Ja, also er macht es dann, also er fasst dann Vertrauen und macht es dann, wenn man mit ihm über die Türschwelle rübergehen will, wie gerade beim Tierarzt. Wenn alle ganz lieb sind zu ihm, aber er hat vor ganz vielen Sachen Angst. Also schön hatte er es vorher bestimmt nicht. Ja, ich werde euch weiter berichten, wie es mit ihm weitergeht. Ist eigentlich ein ganz hübscher, wenn er nicht so abgemagert wäre. Ich bin schon gespannt, wie er in ein paar Wochen oder Monaten aussieht. Ist ein toller Hund. Ja, Spenden braucht er deswegen nicht. Also schaut euch den armen kleinen Kerl an. Also den kriegen wir gefüttert. Also es ist kein Spendenaufruf, um Gottes Willen. Also den kriegen wir satt, den kleinen Kerl. Ja, ich werde euch weiter berichten. Costillas. Hey, so ist fein.